Ja, guten Tag. Mein Name ist Joachim Schwarz. Ich bin hier der Kassenwart von dem Modellfluggruppe Condor Heidenau. Es war heute ein wunderschöner Flugtag und der Anlass ist unser 50-jähriges Vereinsjubiläum, was wir gestern hier großartig zelebriert haben mit Vorstandsmitgliedern aus den Anfängen, Bürgermeister, Schützenverein, alle Leute aus der Nachbarschaft waren hier, haben sich gesellschaftlich hier beteiligt an unserem Verein. Und heute hatten wir einen wunderschönen Tag mit wunderschönen Flugzeugen. Wir sind hier ungefähr 110 Mitglieder. Davon sind 21 passiv, das heißt über 80 sind aktive Piloten, von denen meistens über 30 Leute hier ständig anzutreffen sind. Also ein recht munterer Verein. Wir fliegen eigentlich alles hier, von einer ganz kleinen Schaumwaffe, wie man so schön sagt, bis hin zu einem Starfighter, bis zu einem 25 Kilo schweren Jet. Und wie alle Vereine haben wir leider ein Problem mit dem Nachwuchs und auch mit der Frauenquote. Leider, die Damen kommen zwar ab und zu mit hierher, aber fliegen nicht. Und die jungen Leute, es ist schwer, die ranzukriegen hier in den Vereinen, sich für dieses Hobby zu begeistern. Das Angebot an Freizeitbeschäftigung, sei es im PC-Bereich oder Software-Bereich, ist wohl so groß, dass Modellbauen und Modellfliegen schwerer für die Jugendlichen ist, sich dafür zu begeistern. Ja, das war so in groben Zügen mal das, was hier so abgeht. Im Vorstand sind wir übrigens 5 Leute. Wir haben einen ersten Vorsitzenden, einen zweiten Vorsitzenden, einen Kassenwart natürlich, der das Geld, aber das Geld aufpasst, einen Schriftführer und einen Platzwart. Ja, wie seid ihr denn eigentlich entstanden? Mit wie viel Mann habt ihr das gegründet? Der Verein wurde gegründet 1967. Es waren so 10 Leute, die sich damals zusammengefunden hatten. Die haben sich dann im Ratskeller in Buxtehude zusammengefunden und dann diesen Verein gegründet, 1967. Gerhard Schröder war der erste Vorsitzende. Der ist auch heute noch im Verein und immer noch aktiv. Der wurde auch gestern auch mit der goldenen Nadel vom DMFV ausgezeichnet für seine lange Flugmodellbauzugehörigkeit hier in diesem Verein. Ja. Sag mal, wie bist du denn zum Modellflug gekommen? Also ich bin eigentlich durch Zufall dazu gekommen. Ich wollte als Jugendlicher immer mitmachen. Das Geld reicht aber eigentlich nicht. Es war teuer und dann, als ich so um die 35 war, hat mich ein Freund dazu gebracht, der seine ausgemusterte Carrera, seine ASW 17, hat er mir gegeben. Und mit der habe ich dann bei uns in der Heide in Innsmühlen angefangen zu fliegen. Habe sofort Spaß daran gefunden und dann immer durch Try and Error, also Versuch und kaputt, so habe ich das dann gelernt. Also ungefähr seit 35 Jahren ungefähr mache ich das jetzt schon. Das ist schon eine lange Zeit. Ja, ne? Ja, das Durchschnittsalter übrigens hier in diesem Verein ist auch so in der Größenordnung über 50. Das heißt, daran sieht man schon, dass die jungen Leute ein bisschen wegbleiben. Nicht? Ja. Ja. Und die Ursache ist wahrscheinlich dann erst einmal das vielfältige Angebot. Das vielfältige Freizeitangebot. Die jungen Leute haben ja alles Mögliche heute, haben rechtzeitig auch schon Autos mit 18 und machen vieles am PC. Gebaut wird heute nicht mehr so schrecklich viel, ja. Leider. Ja. Und also wir bauen sehr viel im Verein selber. Ja. Nicht? Ja. Habt ihr dann auch einen speziellen Jugendrat, der also sich mit die Jugendarbeit? Nein, das haben wir nicht in unserem Verein. Nein, nein. Das macht jeder für sich, wenn da mal ein Jugendlicher kommt. Also jeder kümmert sich dann um die Jugendlichen dann.
Das ist dann sozusagen, die Herde kümmert sich um das Küken. Ne? Ja, genau. So ist das. Alles ja, klar. Ja. Ja. Und wie warst du mit dem heutigen Tag? Also ich bin ja nun in meiner Eigenschaft als Finanzchef hier auch anwesend. Und dann zähle ich immer, wie viele Leute kommen, was macht die Kuchentheke, wie ist das Wetter. Und wenn das Wetter gut ist, wird Kuchen gegessen und wird was getrunken. Das heißt, die Kasse stimmt. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden, auch mit dem Fluchprogramm. Unheimlich reichhaltig. Es war alles dabei. Segler, Jets, Motormaschinen, Doppeldecker, Scale. Ja, ich bin richtig rundherum zufrieden. Ich denke, meine anderen Kollegen im Vorstand ebenfalls. Ja. War ein schöner Tag. Ja. Gut, dann kann ich dazu nur gratulieren und euch wünschen, dass ihr die nächsten 50 Jahre genauso gut übersteht. Ich hoffe, ich erlebe das noch. Ja. Das wissen wir nicht, ne? Ja, okay. Wenn der Herrgott es will, ne? Ja. Das sagt man so gerne. So ist das. Also, ich bedanke mich für deine Worte und freue mich dann im nächsten Jahr hier wieder mal vorbeizuschauen. Das wirst du von uns hören dann, wenn es soweit ist. Dankeschön.